So sind die Amis. Aber in einer Sache können wir uns auf jeden Fall eine Scheibe abschneiden. Und zwar bei der Barrierefreiheit. Denn dort gab es nichts, was ich mit meinem Rollstuhl nicht machen konnte. Und sowas wie Kopfsteinpflaster kennen die da gar nicht. Könnt ihr euch vorstellen, wie es ist, mit so einem E-Rollstuhl über Kopfsteinpflaster zu fahren? Nach 20 Metern denke ich, ich habe auch noch Parkinson. Wo wir gerade beim Rollstuhl sind, muss ich leider noch einen Nachteil ansprechen, und zwar die Sitzhöhe. Auf eurer Höhe wird natürlich mit Deos und Parfums nicht gegeizt. Ich hier unten sitze an der Wurzel des Üblen. Ohne Scheiß, hier riecht es manchmal wie eine Mischung aus Fischmarkt und Taxifußmatte. Ja, oder kurz gesagt, wie am Kölner Hauptbahnhof.